Im Schatten des Dämons von Brigitte Melzer. Prolog. Aus zusammengekniffenen Augen blickte der Krieger auf das nächtliche Tal hinab. Wie ein schwarzes Band wand sich ein Fluss durch die hügelige Landschaft. In Ufernähe ragten dunkle Schilfhalme aus dem Wasser, schwarz und stumm wie die Schlachtreihen einer entfernten Armee. Sein Blick blieb an einem Lagerfeuer hängen. Funken stoben auf und trieben durch die Dunkelheit. Winzige, glühende Punkte, die gleich darauf zu Hunderten erloschen. Vor dem Feuer kauerte eine zierliche Gestalt, ein Umhang schützend um die Schultern geworfen. Er hatte sie gefunden. Endlich. Er kannte ihren Namen nicht, nur ihr Verbrechen. Sie hatte seinen Vater ermordet. Dafür würde sie bezahlen. Das Heulen eines Wolfes erweckte die Nacht zum Leben. Sein Pferd zerrte unruhig an den Zügeln. Er packte das Zaumzeug fester. Augenblicklich beruhigte sich das Tier. Er zog die Kapuze tief ins Gesicht, schwang sich in den Sattel und ritt den Hügel hinab. Die junge Frau hob den Kopf. Als sie ihn erblickte, schnellte sie hoch und begann, um ihr Leben zu laufen. Bereits nach wenigen Metern erkannte sie, dass es kein Entkommen gab. Sie schlug einen Haken und flüchtete ins Wasser. Ohne Hast glitt er aus dem Sattel. Ein geflüsterter Befehl, dann trabte sein Pferd zu den nahen Bäumen davon. Er wollte nach seinem Schwert greifen, überlegte es sich jedoch anders. Sein Vater war durch die Klinge eines Dolches gestorben. Ein Dolch sollte jetzt auch ihr Leben ein Ende setzen. Entschlossen zückte er die Waffe und folgte ihr ins Wasser. Er holte sie ein, packte sie am Arm und riss sie herum. Sie schrie um Hilfe und versuchte an Land zu gelangen. Doch er versperrte ihr den Weg und trieb sie zurück ins Wasser. Er hätte ihr die Klinge in die Brust treiben können, doch das wollte er nicht. Sie sollte langsam versterben, qualvoll wie sein Vater. Er holte aus und drosch ihr die Faust gegen die Schläfe. Ungläubigkeit zeigte sich in ihrer Miene. Ihr Blick trübte sich, sein nächster Schlag raubte ihr das Bewusstsein. Ehe sie im Wasser versank, griff er nach ihr und verhinderte, dass die Strömung sie davon tragen konnte. Doch vor einem Augenblick war die Nacht voller Leben gewesen, erfüllt von den Schreien des Mädchens. Jetzt war es still. Nur das Plätschern des Wassers und seine eigenen Atemzüge waren noch zu vernehmen. Die Stille des herannahenden Todes hatte sich über das Land gesenkt. Er war der Tod. Vom Ufer wurden plötzlich Stimmen laut. Er zog sie an sich heran und setzte die Klinge an ihren Hals. Als er die Schneide über ihre Kehle ziehen wollte, erfasste die Strömung ihren Körper und entriss sie seinem Griff. Er unternahm keinen Versuch, sie zu fassen zu bekommen. Sie würde ertrunken sein, lange bevor die Gaukler sie aus dem Wasser fischen konnten, sofern sie sie überhaupt fanden. Lautlos tauchte er in die Fluten und ließ sich von der Strömung davontreiben. Obwohl seine Rache vollendet war, fühlte er sich immer noch tot und leer.